Ona, wach auf. Wach auf, Ona. Wie? Wer ist da? Der Goblin? Mein Bruder kündigte meine Ankunft an. Du bist der Bruder des Goblins? Aber wie ist das möglich? Vielleicht hat ja einer der Paladine mal mit einem Goblin... Schweig! Du bist ein geiziger alter Mann. Mein Bruder zeigte dir, wie ungerecht du deine Untergebenen behandelst. Dabei müsstest du dafür dankbar sein, was sie alles für dich und deinen Hof tun. Dankbar? Ohne mich hätten diese Lumpen nichts. Sie würden immer noch in irgendeinem Drecksloch herumlummern. Durch mich haben sie eine Bleibe. Durch mich haben sie eine Aufgabe. Und trotzdem verdienen sie, dass du sie respektvoll behandelst. Schon seit Jahren ignorierst du das Leid deiner Untergebenen. Seit Jahren bist du ein kalter und ungerechter Geizhals. Ach komm, so schlimm bin ich doch gar nicht. Du glaubst mir nicht. Ich zeige es dir. Schließe deine Augen, Ona. Nicht schon wieder. Na gut. Du kannst jetzt deine Augen öffnen. Weißt du, wer das ist? Nein. Bist du dir ganz sicher? Erkennst du ihn nicht? Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist Krom. Er lebt von der Jagd und dem Holzfällen. Ganz in der Nähe deines Hofes. Doch früher war er ein Bauer in deinen Diensten. Aha. Und? Vor 3 Jahren, als es die große Feldräuberplage gab, verlor er seine Frau und seinen Sohn. Er kam zu dir und flehte dich an, etwas gegen die Feldräuber zu unternehmen. Doch du hast ihn weggeschickt. Deshalb mussten seine Frau und sein Sohn sterben, weil keiner sie beschützte. Aber ich wollte doch nur das... Ona! Begreifst du denn nicht? Es mussten viele Bauern sterben, weil du zu gierig warst und nur an dich selbst gedacht hast. Aber jetzt habe ich doch die Söldner angeheuert. Sie beschützen doch die Bauern. Wir wissen beide, dass du die Söldner nicht zum Schutz der Bauern angeheuert hast. Du wolltest nur keine Abgaben mehr leisten. Ich zeige dir noch etwas. Schließe die Augen. Muss das sein? Ich fühle mich nicht wohl dabei. Du musst dich deiner Vergangenheit stellen, Ona. Na los! Ach, verdammt! Na schön. Du kannst sie öffnen. Während du in deinem Sessel am warmen Kaminfeuer gesessen hast, mussten die Bauern bei der Eiseskälte auf den Feldern schuften. Du hast ihnen nicht einmal dickere Kleidung gegeben. Genug. Ich habe verstanden. Sie alle leiden unter deiner Ungerechtigkeit, Ona. Sie können nirgends sonst hin. Aufhören! Begreifst du es nun, Ona? Sie verfluchen dich und hassen dich. Ich ertrage das nicht. Es tut mir doch leid. Nun gut, schließe deine Augen. Ich bringe dich nach Hause. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es den Leuten so schlecht geht. Es tut mir leid. Was kann ich tun? Denk über dein Leben nach, Ona. Denke daran, wie viel Leid du hättest verhindern können. Du wirst dein Leben ändern müssen. Mein Bruder wird dich in dieser Nacht auch noch besuchen. Er wird dir zeigen, was geschehen wird, wenn du so weitermachen wirst wie bisher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst nichts sagen. Denke nach und erwarte meinen Bruder. Leb wohl, Ona. Warte, wer bist du?